Welcome to Turkey. Etwas mehr als vor einem Monat haben wir bei Edirne die türkische Grenze überquert. Unser Weg führte uns seitdem über die Troja-Kulturroute und durch die türkische Ägäis. Mittlerweile sind wir in der Mittelmeerregion in der Nähe von Kasch und wollen in die türkische Metropole Antalya. Denn dort haben wir uns mit unserem ungarischen Radreisefreund Daniel und ein paar anderen verabredet. So, Mittag haben wir in Üzümlü gemacht. Und jetzt sind wir hier. Voll geil. Ja. Sind es ungefähr noch 25 Kilometer nach Kasch? Nein, schon noch mehr. Nein, aber ich habe ein Schild gesehen, da stand es drauf. Okay. Okay. Ja, und das ist unsere Aussicht. Im Oktober! Ich wollte es gerade sagen, wir haben Oktober. Nein, eigentlich schon fast November. Ja, schon fast November. Ja. Wir haben wieder Gesellschaft gekriegt. Aus Frankreich. Mischung aus Trampen und Radfahren. Es ist richtig schön, mal wieder Gesellschaft zu haben beim Fahrradfahren. Ja, ist ja gut. Wir sind fast da, in Demre. Heute 1300 Höhenmeter. Ja, da sind wir wohl. Das hier ist Tomatenland, deswegen die ganzen Gewächshäuser. Lustig, haben wir noch einen entdeckt. Hey there. Hey, hey. Oh! No way! How's it going? Surprise! Where do you come from? UK, Manchester. Nice! You guys? Germany. Oh, nice. Yeah. Hey, friends. You going east or west? We go to Japan, he goes to Taiwan. Wow. And you go too? Yeah, I'm heading east. Endstation für heute und wir haben einen wunderschönen Campingplatz gefunden. Da drüben ist die Toilette, die können wir auch hernehmen. Da ist das Meer und wir haben einen super Grillabend heute und natürlich noch ein paar andere Radreisende mit dabei. So hello, I'm Thibaut, I come from France and I'm biking to Taiwan. Hello, my name is Lucky, I'm from the UK and I don't know where I'm heading east. Das ist das Zelt und das Fahrrad vom Thibaut. Das ist das Zelt von Lucky und das Fahrrad dazu. Guten Morgen. Stinky. Morgen. Unsere Truppe hat sich vergrößert um einen Mann. Heute geht's Richtung Adrasan. Das sind irgendwie 65 Kilometer. Und ja, ihr habt sie schon gesehen. Sie haben sich vorgestellt, wo sie hinfahren. Schauen wir mal, wie lange wir beieinander bleiben können. Wir sind nun schon seit mehr als einem Jahr zusammen auf Fahrradweltreise und vermissen daher Freunde und Familie. Umso schöner ist es, dass wir uns mit dem ungarischen Daniel in Antalya verabredet haben und sich unsere Gruppe gerade vergrößert hat. So, Schluss für heute und wir haben noch einen viel besseren Platz gefunden als gestern. Direkt am Meer mit sogar Dusche und die Aussicht ist einfach wunderbar. Und die zwei hier unten sind am Kraxeln, wir waren alle schon im Meer. Thank you.
Moin, moin. Heute geht's rauf nach Adrasan. Fahren immer noch alle zusammen. Heute haben wir alle unsere Solarpaneele ausgepackt, weil langsam die Batterien leer werden. Bei uns sieht's aber noch ganz gut aus mit dem Forumsladen. Heute haben wir auf jeden Fall mal eine fette Steigung vor uns. Und dann geht's nach Olympos und Sirali, da wo die Feuerquellen aus dem Boden kommen. Super Mini, starker Spazi, unglaubliche Powerfrau. Und es ist sowas von super schön hier oben. Das Wetter ist noch mal richtig gut, so schön warm, und wir haben jetzt einen fetten Downhill hinter uns nach diesem schrecklich, schrecklichen Uphill. Und jetzt gibt's gleich Mittagessen. Uphill, Mundharmonika. Ich will es aber nicht weniger steil. Jetzt gibt es wunderbar Mittagessen. Die anderen Jungs kochen sich was. Für uns gibt es Brotzeit. Nice. Hier wurden ein paar Räder getauscht. Der Lucky probiert das Klapprad und Tibo das andere. Feels good. Yeah. It's weird how the bike don't turn. Yeah, the back doesn't turn right. Ja, also seine Tasche vorne dreht sich nicht mit, so wie bei seinem Rad. Die ist fest am Rahmen und es fühlt sich an, wie als würde man LKW fahren, hat er gemeint. Ein paar Sekunden später. Aus dem Nichts hat es angefangen zu schütten. Wir machen das Beste aus der Situation. Ja. 20 Minuten später. Später. Wir haben mal wieder Glück gehabt. Wir sind jetzt bei Olympos. Und eigentlich kostet das hier 30 Eintritt, was uns aber ganz schön zu teuer war allen. Genau, jetzt hat er mit seinem Türkisch hingekriegt, dass sie zu viert irgendwie 40 zahlen, also jeder 10, weil wir nur an den Strand rüber wollen. Und das war sehr gut. How did you manage that? To do what to... I don't know, she came the back discount. Ah, she did? Oh, nice. Okay. Woo. Das Gute, was ihr da seht, ist zumindest der Regenschutz vom Mikro. Those are some waves. Also, wir haben eine tolle Lösung gefunden. Wir schieben hier auf diesen relativ großen Stein durch die Gegend. Und auf den großen Stein klappt sogar. Er kann auch eher mit seinen kleinen Reifen schieben. Wir haben uns überlegt, wir sind von da drüben, von den Stein hier rauf, weil hier ist ein Weg, den kann man vielleicht fahren. Und jetzt haben wir alle Fahrräder hier hoch geschafft. Und es war ganz schön schrecklich. Aber wir haben es geschafft. Wer die Marokko-Episode noch nicht geguckt hat, schaut euch mal die aus Mesuga an. Da haben wir auch sowas gemacht. Bei 30 Grad im Schatten, irgendwie 500 Meter lang, 45 Minuten lang Räder geschoben. Ja, es regnet. Weiterhin. Wir schauen jetzt, dass wir da nach oben kommen zu den brennenden Felsen. Wir hatten gehofft, dass man da vielleicht
mit den Rädern hin kann und wir campen können, aber es klappt nicht so ganz. Pass auf mal. Nicht weit von Olympus entfernt befindet sich das Dorf Chirali. Dort gibt es eine ganz besondere Attraktion. Auf dem Berg lodern schon seit Jahrtausenden ewig brennende Feuer. Es entsteht durch Erdgase, die aus den Rissen und Spalten entweichen und sich entzünden. Sogar in der Antike wurden Schiffe der Weg geleuchtet. Wir sind hier schon schön am Kochen und haben einen ganz besonderen Schlafplatz gefunden. Wir sind jetzt hier im ersten Stock quasi, trocken, und werden hier alle auf dem Boden auf den Matten schlafen. Wir haben gut geschlafen. Und heute geht's weiter Richtung Antalya. Wahrscheinlich schon werden wir heute Antalya erreichen. Oder morgen. Mal schauen, wie gut wir vorankommen. Es ist wohl Zeit, sich zu verabschieden. Die anderen fahren jetzt weiter zum Daniel, also in dasselbe Dorf. Wir fahren da erst morgen hin, weil wir vorher noch Leute besuchen hier. Oh, you're gonna stay like approximately 1 week. What about you? Also? Yeah, nice. So we're gonna see each other again. Great. Wir sind mit dem Kadir, das ist der Kadir. Sind wir heute unterwegs. Und zwar geht's jetzt ins Herz von Antalya, nämlich in die Altstadt. Wir sind jetzt gleich in der Altstadt und vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, den Kadir kennen wir nämlich schon. Den haben wir in Izmir kennengelernt, da hat er uns zusammen mit Selçuk begleitet. Und wer die Folge noch nicht kennt, die blenden wir oben ein. Das Traditionstier der Türkei, hat uns gesagt, ist die anatolische Gebirgsziege. Steinbock, ja. Ja, Steinbock, sowas halt, wie sie hier nur aus Holz, als Holzstückchen zusammengezimmert haben. Sieht cool aus. Ah, dann das? Yes. Genau das? For make the way good? Yes, good life. Good life. Okay. Also, Kadir segnet uns jetzt noch oder so, oder unseren Weg. Und wir fahren rauf nach Gangbayu. Thank you. Thank you. Bye. So, auf geht's. Wir sehen uns aber bald wieder. Heute gibt's einen Tagesausflug, also naja, zwei Tagesausflug. Ganz nah rauf, auf die oberste Spitze sozusagen. Und da treffen wir jemanden wieder. Ihr dürft gespannt sein. Was ist jetzt los? Da schreit einer ganz laut. Ich dachte, irgendwas ist passiert oder so. Halt an. Und sie haben uns irgendwie auf Instagram entdeckt, fahren jetzt zufällig in dieselbe Richtung. Es war wieder eine Zufallsbegegnung. Das ist, was die Reise doch so schön macht. Passt wunderbar. Wir sind in Gangbayur. Wir haben gerade schon die anderen getroffen. Die sind am Campingplatz und chillen. Die waren gestern klettern. Wir schauen uns jetzt mal das hier an, wo wir zelten können. Ja, wir haben einen kleinen Hinweis für euch, wer uns da erwartet. Vielleicht erkennt der ein oder andere das Gerät hier wieder. Ja? Also,
Ihr könnt sehen, wen wir wieder getroffen haben. Den Daniel! Ja! Unglaublich cool. Er verbringt hier den Winter und geht jeden Tag klettern und macht hier Volunteering, sodass er quasi auf dem Campingplatz umsonst stehen bleiben kann. Wir machen uns jetzt zu fünf auf zum Klettern. Und wer uns eine Weile schon verfolgt hat, der weiß, dass ich meine Flipflops nur vom Straßenrand aufsammle, weil ich nicht möchte, dass ich irgendwelche China-Flipflops kaufe, für die irgendwelche Kinder in irgendwelchen Kellern arbeiten müssen. Und deswegen habe ich ja jetzt die hier. Der da ist aus Kroatien, der ist aus Bulgarien. Und der aus Bulgarien hat es leider den Geist aufgegeben. Der ist hier durchgebrochen. Und ich habe ihn jetzt gefixt mit Draht. Einfach durch und unten zusammengezwirbelt. Und es hält super bis jetzt. So, die große Neuigkeit. Wir lüften das Geheimnis. Wir werden hier überwintern. Ja, und zwar haben wir uns das so gedacht. Die letzten Male, wo wir für euch die Videos erstellt haben, alle Blogbeiträge, Fotos und so weiter, ist natürlich auch ein bisschen zeitaufwendig. Ein bisschen ist gut. Und ja, das letzte Mal, als wir das gemacht haben, haben wir uns eigentlich nie Pause gegönnt. Haben nie was für unseren Körper getan, sind immer nur vorm Computer gesessen. Das wollen wir diesmal anders machen. Und zwar haben wir uns das so überlegt. Wir haben unten in Antalya jemanden gefunden, bei dem können wir zeitweise immer wohnen und am Computer arbeiten. Und dann wollen wir immer wochenweise eine Pause machen und hierauf nach Gate Bairi fahren zum Klettern und Yoga machen. Das ist der super Ausgleich. Und natürlich gibt es noch einen anderen Grund, warum wir hier oben überwintern oder überhaupt in der Türkei überwintern. Und zwar sind die Grenzen zu Georgien und Iran momentan geschlossen. Das heißt, wegen Covid gibt es für uns kein Weiterradeln momentan. Wir stecken hier sozusagen fest, aber wir nutzen die Zeit und ganz ehrlich, es gibt viel schlimmere Länder als in der Türkei festzustecken. Also, denk mal, das ist ein sehr super guter Kompromiss. Heute ordentlich was geschafft. Wir haben, also ich habe 3 5C-Routen gemacht, 2 6A und eine, ich weiß nicht mehr welche das war, Vorstehklettern geübt. Ich bin fast bis hoch. Ja. Melli hat auch Tolles geschafft. Erzähl. Ja, ich weiß nicht, 5C, 2 oder 3 Mal. Beim ersten Mal hat es nicht geklappt, aber ich habe dann nicht aufgegeben, nochmal gemacht. Und die letzte war eine 6A sogar. Super. Macht voll Spaß und wird immer besser. Ja, allerdings. Am nächsten Tag. Tut alles weh. Ja, also schon auch. Komischerweise in den Beinen haben wir keinen Muskelkater. Ja, die sind trainiert. Die ganze Zeit. Aber der Rest, das, was wir sonst beim Fahrradfahren nicht benutzen, das merken wir ganz deutlich. Der ganze Rücken, die Arme, hier auch die ganze Statur, oder? Alles, ja. Wir sind jetzt, ich glaube, seit 7 Tagen oder sowas hier, fleißig am Klettern. Heute ist der erste Ruhetag. Und was machen wir am Ruhetag? Arbeiten. Wir machen hier ein bisschen Videoarbeit und Untertitel fügen wir ein. Und dank dem Selçuk gibt es nämlich jetzt auch türkische Untertitel. Total geil. Hier ist türkisch, hat er uns gesendet. Super, Selçuk. Dank deiner Hilfe können jetzt auch unsere türkischen Follower unsere Videos gut angucken. Die Kampfwurst ist wach. Und außerdem kümmern wir uns gerade darum, dass unser Visum verlängert wird. Und ja, es gibt nicht nur das, es gibt auch andere schlechte Neuigkeiten. Und zwar, meine Flipflops werden wahrscheinlich jetzt das Zeitliche segnen. Ich habe die jetzt schon ein paar Mal beim Klettern mit Draht geflickt. So. Die Methode ist gar nicht schlecht, aber ist nicht dauerhaft. Und der andere,
Er ist jetzt auch wieder eingerissen. Also der da, ihr kennt ihn vielleicht noch aus den Kroatien-Folgen. Und der da ist aus Bulgarien. Jetzt muss ich mir vielleicht... Also ich hoffe sehr, dass wir jetzt bald wieder Fahrrad fahren, weil wenn ich nämlich immer an einem Ort bleibe, finde ich ja keine neuen Flipflops. Finde ich ja immer nur am Straßenrand. Wir packen es jetzt. Wir haben uns gerade verabschiedet von Thibaut und Lucky. Und der Jen. Die werden alle noch da sein, wenn wir wiederkommen. Aber wir werden jetzt mal Richtung Kappadokien aufbrechen. Für, ich weiß nicht, so 3-4 Wochen und dann sind wir wieder da. Hoffentlich so schnell wie es geht. Wir wollen alle klettern. Wir sind jetzt fast in Antalya. Und da drüben waren wir vorhin. Ganz da oben. Jetzt haben wir noch irgendwie 17 Kilometer bis zum Abdul. Dann schauen wir mal. Ah, sau cool. Also wir sind jetzt den zweiten Tag beim Atiku Mohammed. Ein Freund vom Abdul, weil beim Abdul plötzlich die Familie eingefallen ist zu Hause. Was er nicht expected hat, was er auch nicht so cool findet. Aber deswegen können wir da nicht hin. Deswegen hat er uns zu seinem Freund gesteckt. Und der ist echt sau cool. Der ist Fußballspieler. Und jetzt macht er gerade den Balkon sauber. Und da stehen unsere Sachen. Unter anderem meine Flipflops, die ich euch ja gerade gezeigt habe. Und eben diese Flipflops hat er gerade entdeckt und hat mich angeguckt, die so in der Hand gehalten, gesagt, die würde er wegschmeißen und ich soll noch welche von seinen nehmen. Da haben wir schrecklich gelacht. Sagt ja, okay. Und dann hat er gesagt, ja, er wollte extra nochmal fragen, weil vielleicht mag ich sie ja total gerne. Und er weiß es. Männer können Männer sowas sagen und Melli kann nicht. Okay. Es ist Zeit zur Abfahrt. Wir waren jetzt 3 Tage bei unserem Freund Atiku Mohammed. Say hello to Germany. Ja, Germany. Und wir werden heute weiter Richtung Konya fahren. Das sind 500 Kilometer bis dahin. Und wir schätzen, dass wir in etwa, naja, spätestens eine Woche, vielleicht so 4-5 Tage, mal gucken. Melli hat auch bald Geburtstag. Und ja. Es hat uns riesig gefreut, Daniel wiederzusehen. Doch nun geht es für uns weiter. Unser Weg nach Konya führt uns über das Taurusgebirge, in dem mittlerweile an manchen Stellen Schnee liegt. In der kommenden Episode nehmen wir euch mit nach Kappadokien. Schön, dass du auf unseren Abenteuern dabei bist. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Herzlichen Dank an unsere Unterstützer, die unter anderem dieses Video erst möglich gemacht haben. Wenn auch du uns unterstützen möchtest, freuen wir uns, wenn du unsere Videos teilst, aber auch wenn du uns einen Döner oder Gösleme ausgibst. Alle Links zu unserer Postkarte sowie PayPal und Überweisungsdaten findest du in unserer Videobeschreibung. Liebe Grüße und bis bald!